damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Hausflipper, dem Heim- und Handwerker-Simulator und neuerdings auch Gartenflipper genannt. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserer beliebten Handwerker-Simulation. Und in der letzten Folge haben wir hier oben das Jugendzimmer soweit fertig gemacht, ne, so sieht's aus, und haben dann jetzt alles hier in diesem Haus soweit renoviert. Machen wir mal Licht aus hier, ach, können wir hier anlassen. Und spart halt der Nachmieter, beziehungsweise der Nachmieter muss halt zahlen. So, wir sind fertig hier. Das heißt, jetzt heißt es ab in den Garten. Wir gehen mal hier wieder raus. Denn hier müssen wir ganz viel Unkraut zupfen und ganz viele Sachen dementsprechend quasi machen. Wir können auch Bäume fällen. Ich würde sagen, die lassen wir einfach mal hier drin. Wir gucken uns den Garten mal hier so ein bisschen an. Rasenmähen ist auf jeden Fall angesagt. Die Terrasse finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Der Pool, der ist auch recht schick. Mittlerweile kann ich auch nicht mehr über das Wasser laufen. Das klappt soweit nicht. Das heißt, wir zupfen mal hier so ein bisschen Unkraut. Hier werden wir einige Bäume umhauen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Ne? Auf jeden Fall aufräumen. Wir können natürlich jetzt hier das ganze Unkraut zupfen, wenn wir wollen. Das wäre möglich. Aber ich glaube, das können wir auch mit dem Rasenmäher machen. Ich hoffe, der ist mittlerweile etwas ruhiger und etwas leiser. Die können wir, glaube ich, hier auch entfernen. Müssen mal gucken, kriegen wir das Gestrüpp hier auch weg? Jo, das kriegen wir auch weg, weil das ist irgendwie auch nicht schön. Ja, die Pflanzen könnten wir eigentlich mal gucken. Fälle einen Baum. Das können wir auch machen. Sollen wir vielleicht erstmal Bäume fällen? Ich würde sagen, die beiden könnten wir auf jeden Fall lassen. Die sind schön groß. Also die drei hier. Und die sehen irgendwie aus wie so, ja, gewollt und nicht gekonnt. So, ich würde sagen, den machen wir weg. Das heißt, den Baum, den fällen wir jetzt einmal. So. Einfach linke Maustaste gedrückt halten. Und dann kippen die irgendwann um, hoffe ich mal. So mehr oder weniger. So, Timber! So, Baum ist weg. Halten Sie den Baumstamm zu entfernen. So, aber schön unten schräg dran. Mit ordentlich Schmackes. Man muss halt echt von mehreren Seiten machen, ne? Ihr seht schon. Ansonsten fallen die nicht. Huch. So, Baum ist weg. Baumstamm weg. Wir werden ein paar Obstbäume setzen auf jeden Fall. Wir werden uns dann hier jetzt in den nächsten Folgen nochmal so ein bisschen den grünen Daumen den grünen Daumen kümmern oder den grünen Daumen anlegen, je nachdem, wie wir es halt wollen. Zack, weg damit. Und werden jetzt erstmal hier diese Bäume, weil diese Tannen, die finde ich jetzt auch nicht gerade so wirklich toll, einfach erstmal wegmachen, Unkraut zupfen, Rasen mähen. So, das kommt auch weg. Ach, guck mal, wie viele Bäume wir haben und wie viel Platz wir dann haben. Ne? Guck mal, wir können auch mal beim Nachbarn rüber gucken. Huhu. Hallo, wie geht es Ihnen? Egal. So, weiter geht's. Baum umhauen hier. Zack. Ja, aber nicht unten genug. Das geht recht fix mittlerweile. So, der geht auch weg. Wenn wir es richtig treffen, ne, geht das recht zügig. Also die Kameraperspektiven manchmal sind ein bisschen komisch. So, jetzt fällt auch dieser Baum. Wie viel haben wir denn noch? Den großen, den lassen wir auf jeden Fall hier stehen. Machen nur die kleinen Bäume weg. Weil die gefallen mir persönlich nicht so. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Geschmackssache. Weil Tannen können auch recht schön sein. Aber ich fand die jetzt so aneinander aufgereiht jetzt nicht wirklich schön. So, einen haben wir noch. Und dann haben wir hier erstmal so ein bisschen für ein bisschen Platz gesorgt. Da können wir nämlich auch besser Rasen mähen. Natürlich voll der Grund, ne? Man muss erstmal Bäume fällen, damit man Rasen mähen kann.
Eigentlich total Schwachsinn, aber ihr wisst, was ich meine. So, da sind wir hier fertig. Packen den hier auch nochmal weg. Guck mal, jetzt haben wir hier viel, viel mehr Fläche. Vorne hatten wir, glaube ich, keine Bäume. Die Hecke finde ich eigentlich auch recht gut. Die Bäume können wir auch lassen. Die finde ich auch recht schick. Ja, die Sträucher hier, ich weiß nicht. Das ist ja alles hier Unkraut. Ne, müssen wir auch mal. Wir können das natürlich jetzt hier separat aufsammeln. Oder wir nehmen jetzt einfach den großen Rasenmäher. Das wäre natürlich auch möglich. Hausfassade lassen wir so, wie sie ist, weil ich finde die schon ganz schön. Die Möbel können wir da auch nochmal wegpacken, weil die finde ich jetzt auch nicht wirklich dolle. Ach, guck mal, der Schirm. Null. So, das haben wir auch weg. Das können wir hier auch so lassen. Vielleicht hier nochmal andere Pflanzen rein. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal einen Rasenmäher hier. Da ist er. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mehr so laut. Und wir können einigermaßen hier, es geht. So, wir können immer noch drehen hier. Okay, das passt. So, wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen besser rankommen. Mit Space war, glaube ich, dann Rasenmäher, ne? Ja. Wow. Der Rasenmäher, Mann. Da ist er wieder. Ach, guck mal, da geht echt gut, ne? Geht auf jeden Fall recht zügig, aber die Steuerung ist immer noch unter aller Bonheur hier. Ist immer noch mehr als gewöhnungsbedürftig. Na, kommen Sie. Aber es geht echt schnell, ne? Also große Rasenflächen auf jeden Fall. Der ist auch nicht mehr so laut. Laut ist er auf jeden Fall noch, aber jetzt nicht mehr so, dass ich sagen würde, es ist unausstehlich. Aber man kann da sehr schnell große Grasflächen mähen, ne? Aber die Steuerung ist ja echt was für ein Popo. So, nach wie vor. Der macht natürlich auch das ganze Unkraut mit. Mit weg. So. Mal gucken, dass wir es immer gerade so einigermaßen hinbekommen. Weil gerade das neue schief ist, wie auch immer, ne? So. Machen wir es hier auch nochmal. Ah, guck mal, da kommen wir auch ganz gut vorbei hier. Sehr schön. So, packen wir den mal da hinten hin. Können wir jetzt mal hier die Strecke hier lang. Ah, das ist echt blöde mit der Steuerung hier, ne? Dass man den jetzt nicht einfach hier so... So, jetzt haben wir es, glaube ich, gerade, ne? Also einigermaßen. Fupp. Zwar immer Space drücken muss, ne? Ah, nee, wir können auch linke Maustaste drücken, lol. Habe ich voll vergessen. So, die Ecken müssen wir natürlich dann mit dem Rasentrimmer machen. Mit der linken Maustaste geht das echt besser. Die ich vielleicht mal vorher machen soll. Bevor ich mir jetzt gerade die Finger gebrochen habe. Ich fände, wenn man den mit der Maus so bedienen könnte, nach links und rechts, wäre das auf jeden Fall einfacher. Natürlich vielleicht mein persönlicher Geschmack, aber ihr seht schon, wir haben hier ganz, ganz viel Rasen zu mähen. Auch in den Ecken und so weiter. Ist schon recht viel, ne?
Aber ist auch hoch, das Gras hier. Ist nicht mehr normal. Ja gut, aber wenn halt so verschiedene Grundstücke halt verkommen, ne, dann sieht es halt so aus. Durch? Natürlich nicht, ne? Nee. Ah, doch. Mit so leichten Bewegungen. So. Weiß immer noch nicht, wofür die Anzeige hier ist. Das habe ich irgendwie immer noch nicht verstanden. Die grüne Anzeige. Überhaupt die Anzeige dort. Erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Vielleicht einfach nur so ein optischer Gimmick oder so. So, hier ist halt auch schwierig, ne? Weil halt die Sträucher hier im Weg sind. Mal lange, ne? Aber sieht schon ganz gut aus jetzt mittlerweile. So, die andere Seite müssen wir auch nochmal lang fahren. Da werden immer diese Sträucher, ne? Hier auch noch die Blumenkästen. Die natürlich auch nicht wirklich dafür sorgen, dass man hier gut durchkommt. Aber das Grobe kann man auf jeden Fall schon mal wegmachen. Kann dann gleich nochmal mit dem Rasentrimmer da so ein bisschen langfahren, ne? Nur mal kurz den Screen machen hier. Ach, geht nicht. Schade. Toll. Das heißt, wenn man das Gerät in der Hand hat, kann man keine Screenshots machen. Schade eigentlich. So, die letzten gröberen Flächen. Da werden wir dann gleich den kleinen Rasentrimmer nehmen. Dann für die übrigen Stellen. Na, heute ein bisschen Bäume fällen, Rasentrimmen und Rasen mähen. Haben auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich dachte vielleicht, die Steuerung wäre ein bisschen besser als zum Release hier dieses Rasenmähers. Wobei ich jetzt es nicht schlecht finde, dass man jetzt hier einen Rasenmäher hat. Stellt euch mal vor, man hätte die ganze Fläche mit dem kleinen Ding da machen müssen. Er bleibt halt immer noch wieder noch hier hängen, ne? Das ist halt leider schade. So, und auch diese Stellen hier, da kommt man halt echt schlecht ran, ne? Und das Drehen hier ist halt auch mehr schlecht als recht. Ne, es geht überhaupt nicht. So, würde ich sagen, stellen wir das Ding mal wieder ab. So, da sieht die Rasenfläche auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Und ihr habt wahrscheinlich jetzt Ohrenschmerzen. Ich werde den Sound dann noch ein bisschen runtersetzen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier den kleinen Gartentrimmer. Und wenn jetzt hier noch die kleinen Ecken einmal weitermachen, sodass wir dann da auch alles weg haben. Das sieht schon mal gut aus. Und der kleine Trimmer, der eignet sich ja gerade hier für die schwer zugänglichen Stellen, ne? So, gucken wir da mal. Haben wir hier noch irgendwas? So, das haben wir dann auch weg. Dann können wir jetzt hier einmal rum. Hier haben wir auch dann immer noch so verschiedene kleine Flächen.
mit dem Gras können wir dann hier das Ganze dann auch noch wegmachen. Guck mal kurz. So. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber hier müssen wir auch noch mal rein. Da haben wir nämlich auch noch ganz, ganz viel Rasen. Und da können wir noch mal ordentlich mit dem Trimmer lang. Auch hier die Ecken. Um die dann letztendlich dann auch noch fertig zu machen. Zwischendurch hat man auch mal wieder so ein paar kleine Stellen hier, die vielleicht noch nicht so ganz fertig sind. Hier zum Beispiel. Oder auch jetzt hier am Zaun, wo man dann nochmal hier so ein bisschen lang gehen kann. Und nochmal ein paar größere Flächen. Und oben rechts im Radar seht ihr halt, welche Flächen wir ausgelassen haben. Das muss halt so ganz grün sein. Wenn es dunkelgrün ist, so wie hier, dann ist da auf jeden Fall noch reichlich an Gras. So, ich guck mal gerade hier. Das haben wir auch. Da gehen wir da auch mal rum. Da auch haben wir noch ein bisschen. So, jetzt auch noch ein paar Pflanzen. Ich glaube, die Pflanzen könnten wir eigentlich ruhig hier lassen. Brauchen wir jetzt nicht so viel verändern. Da gehen wir auch noch mal rum hier. Hier haben wir noch eine größere Fläche an Gras, was wir mit dem Trimmer noch bearbeiten müssen. Ne? Ja. So, dann geht es hier auch nochmal weiter. Da war nämlich hier auch noch ein bisschen was. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen Dreck, ne? Müssen wir mal gucken. So, das ist auch fertig hier. Hier haben wir noch ein bisschen Gras. Müssen wir mal ein bisschen gucken. So, das haben wir jetzt auch weg. Gehen wir mal auf die andere Seite. Echt hier Rasentrim 2.0, ne? Also seht, wie schnell das geht. Auch hier um die Bäume rum, um das Gebüsch. So, da ist noch ordentlich was. So, dann gehen wir da nochmal lang. Hier müsste auch nochmal was sein und da vorne ist auch noch was. Da war auch noch mal ein bisschen was. Hier müssen wir noch mal rum. Der Rasenmähermann nenne ich, glaube ich, die Folge. Passt heute irgendwie, ne? So, dann haben wir hier noch die Ecken. Die natürlich auch noch schön machen müssen. Die Ecken haben wir auch noch hier. So. Hier ist, glaube ich, soweit alles fertig. Dann haben wir den Baum noch. Den müssen wir natürlich auch noch vor dem ganzen Gras hier befreien. Das sieht gut aus. Gucken wir hier nochmal. Gehen wir da nochmal lang. Sollte alles auch soweit weggehen. Jetzt haben wir hier noch eine kleine Spur. Da müssen wir auch nochmal lang. Das haben wir auch. So, einmal hier. Hier haben wir aber wieder ein paar größere Grasflächen, die wir noch wegmachen müssen. Und hier gehen wir jetzt auch einmal komplett lang. Da müssen wir nicht nur über die ganze Breite einmal rauf und runter gehen, denke ich mal. Damit wir dann auch hier das ganze Gras so weit weg haben. Das sieht man jetzt richtig schön hier, ne? Der Unterschied. Da können wir nochmal lang. Okay. Also kleine Stellen sind dann immer nochmal übrig geblieben hier. Guck mal, hier zum Beispiel sieht man die auch recht schön. Ist halt ein bisschen dunkler. Nochmal ein paar kleine Stellen. Gehen wir da auch nochmal lang.
Einmal am Baum rum hier. Ja, braucht Zeit, kommt Rad, ne? Das ist auf jeden Fall echt eine Fläche, die schon echt beachtlich ist und die man hier natürlich dann auch korrekt bearbeiten muss. Ich guck mal. Ah, hier war noch ein bisschen was. Ich glaube, dann müssen wir hier noch mal kurz rum. Und dann haben wir jetzt gleich fast alles fertig. Sehr schön. Ach, das ist auch Unkraut. Okay, ja gut. Dann muss ich das vorher natürlich auch wegmachen. Ich habe mich schon gewundert, warum dann nur noch Unkraut angezeigt wurde. Gehen wir nochmal nach vorne und machen das dann auch noch fertig. Dann müssen wir das komplett wegmachen. Ah, das war auch Unkraut. Was haben wir hier noch? Müsste irgendwas so dreckig sein, ne? Ich nehme mal kurz hier den. Warte mal. Mal kurz den Mischmopp hier. Haben noch irgendwas. Ach so, das war einfach nur Dreck. Oh, jetzt haben wir ein bisschen reingespritzt hier. Huch. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier soweit alles fertig. Der Rasen sieht auf jeden Fall wieder viel, viel besser aus als vorher. Da ploppt immer noch so ein bisschen was rüber hier. Aber ich denke mal, das soll es dann, ja, für die heutige Folge gewesen sein. Ja, ein bisschen, nee, da fehlt noch was. Was übersehen hier. Den Baum müssen wir auch noch sauber machen. Und dann haben wir soweit die Grünfläche hier soweit fertig. Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. In der nächsten Folge, wenn ihr auch Ideen habt, beginnen wir mit dem Gartenbau hier. Und werden so ein paar schöne Sachen hier im Garten reinbauen. Und dann nach und nach so ein bisschen dekorieren, verschönern das Ganze. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.